Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem, ja, kleinen, aber feinen, ja, Weihnachtsspecials, was ich mit einem kleinen Let's Show zeigen werde. Und zwar handelt es sich jetzt um ein Spiel namens Mickey Epic für Nintendo Wii. Wer es noch nicht gehört oder davon gesehen hat, der sieht es jetzt. Ja, es ist ein, wie gesagt, ein Spiel für die Wii. Ja, ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen und bin wirklich zurzeit wirklich unglaublich stark von der Grafik beeindruckt. Also, das ist GameCube-Grafik, das ist schon sehr, sehr gut. Verdünner kann diese Tunenblöcke aus dem Weg schaffen. Drücke Z, um etwas schnell mit Verdünner zu besprühen. Ja, ich habe mittlerweile gelernt, dass ich Farbe und Verdünner einsetzen kann, um ja, um, ich kann das mal zeigen, um teilweise Sachen wegzumachen oder, ja, oder wieder hinzubefördern, sag ich mal. Und das ist wohl die große Mechanik in dem Spiel und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und es wird ja auch mit zu den nächsten Let's Plays kommen, also ich denke mal, wenn ich Prey oder was weiß ich zu Ende habe, oder Mario und Luigi, je nachdem, was schneller zu Ende ist, werde ich mit diesem Spiel anfangen. Und ja, ich freue mich jetzt schon darauf. Mickey, das hier ist die, das hier sind die Wächter, die urzeitlichen Geister des Wasteland. Aufgrund deiner besonderen Natur fühlen sie sich zu dir hingezogen. Was? Die blauen Tints, was? Sie schließen Freundschaft mit jenen, die dir sonst was tun würden. Okay. Und der Rest hier, oder was? Egal. Ich bin auf jeden Fall schon mal drauf gekommen. So. Und Weide. Du kannst den C-Kopf drücken, um die Kamera zu zentrieren. Na, also ähnlich wie bei Zelda, sag ich mal. Naja, es ist ja auch... Ich habe erst gedacht, das wäre ein Jump'n'Run, aber es ist wohl, wie ich gehört habe, ein Action-Adventure. Quasi so wie Zelda. Wende den Wirbelmove auf ein Zahnrad ein, um damit zu agieren. Denk daran, dass du die Drehung ausführen kannst, indem du die, was? Wii-Fernbedienung schüttelst. Okay, also blöpp. Du hast das Zahnrad gelockert. Siehst du die Tür, die Toröffnung? Noch ein Zahnrad? Das reicht. Du wirst merken, dass überall im Raceland Zahnräder und Maschinen die Dinge am Laufen halten. Oft werden Geheimnisse und Schätze entdeckt, wenn sie repariert oder gestartet werden. Ja, ich habe ja allein schon nur so Konzeptzeichnungen von es sollte ja anfangs gar nicht Mickey Epic, sondern Epic Mickey heißen. Ich weiß nicht, warum die das geändert haben. Auf jeden Fall habe ich schon so Konzeptzeichnungen gesehen und das waren sehr düstere, schaurige Konzeptzeichnungen, kann man schon beinahe sagen. Also sehr abstrakte Sachen. Also schaut euch mal auf gewissen Seiten um. Schaut euch mal auf irgendwelchen Seiten nach Konzeptzeichnungen von diesem Spiel um. Also für ein Disney-Spiel, das ist wirklich ein sehr, sehr düsteres Disney-Spiel. Und das liegt allein schon daran, dass dieses Spiel von, wieder ein Spiel von Warren Spector ist. Wer den kennt, also man muss ihn eigentlich kennen, das ist ein Programmierer-Urgestein, sag ich mal. Er hat beispielsweise Spiele wie Wing Commander, System Shock oder auch die Civ-Reihe gemacht oder Thief Dark Project-Reihe, sag ich mal, gemacht. Und dafür verehre ich ihn heute noch, sag ich mal. Also ist wirklich unglaublich schlauer Kopf, sag ich mal, der auch Meilensteine in der Videospielszene gesetzt hat. Und jetzt auch noch ein Disney-Spiel zu produzieren mit Mickey Mouse in der Hauptrolle, das gefällt mir absonderlich gut. Also man merkt allein schon an der ganzen Aufmachung, dass das nicht, obwohl es quasi ein Disney-Spiel ist,
nicht so, wie ich sag mal, Kingdom Hearts einfach nur darauf basiert, einfach nur massenweise Geld einzuhamsen. Nee, da hängt wirklich schon eine ganze Menge mehr dahinter und das merkt dann den ganzen Spiel an, sag ich mal. Und ja, deswegen wollte ich mir dieses Spiel auch gerne haben und bin wirklich sehr, sehr stolz darüber, dass ich es jetzt zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und ja, Spiel ist, ne? Diese grünen Wächter des Terps schaden deinem Gegnern, wenn sie sie berühren. Deine Handlungen in dieser Welt bestimmen, welche Art von Wächtergeistern du anziehst. Wächtergeister, also soll ich die mit Augenblick mit Terpentin bzw. mit Verdünner beschießen oder was? Oh fuck. Okay, die zaubern wir mal wieder gerne dahin, so. Scheiße, ist das ein geiles Spiel, ey. Also ich hab's wirklich gerade erstmal angemacht und hab jetzt schon sehr, sehr großen Gefallen daran. Allein, ich meine, schaut euch das mal an. Hier ist nix und jetzt mach ich da mal einfach mal eben so eine Plattform hin. Mit meinem Pinsel, mit meinem Zauberpinsel. Kann ich bestimmt wegmachen. Nein, das kann ich nicht wegmachen. Hier vielleicht? Nein. Wow. Okay, hier kann ich also nix machen. Dann muss ich hier wahrscheinlich irgendwas machen. Nehme ich mal stark an. Kann ich die vielleicht so beschießen? Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal Farbe. Wächtergeister, meint er einfach, dass ich diese Dinger hier beschießen soll, oder was? Obwohl, nee, das wäre eigentlich Quatsch. Ah, ja, ist gut, er kann überall hinspringen. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwas machen kann. Und mit Serpentin habe ich schon versucht. Kann ich nichts machen und mit Farbe kann ich auch nichts machen. Ah, Moment. Ah, wunderbar. So, und jetzt kann ich das wieder hinzaubern. So, wunderbar. Boah, was ein geiles Spiel. Also, das ist halt wirklich jetzt schon Innovation der Videospielgeschichte. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn das wirklich in naher Zukunft ein Videospiel-Meilenstein wird. Was? Wenn die Wirbelmove auf dieses Zahnrad, um damit zu agieren. Ja, ja, das hast du mir ja gerade schon gesagt. Ich weiß, dass ich das schütteln muss. So, aber hier ist Farbe und Verdünner drin. Und schütteln, so. Also ist das Tor offen, ne? Das war das zweite Zahnrad. Du wirst sehen, die Projektorleinwand, das ist unser Weg aus dem Schloss. Was? Walt Disney Presents Mickey Mouse in was weiß ich? Sehen wir uns das mal näher an. Was? Mickey and the... Was? Beanstalk? Okay, egal. Wir gehen einfach mal hin. Scheiß auf, ich spring runter. Wow, ficken. Egal. Okay, das ist die Leinwand. Gehen wir mal da hin. So, Der Hase ist da lang, aber mit solchen Portalen reisen wir nicht. Der Hase heißt Oswald. Er hat sie was? Aber die Projektor, was ist so seltsam? Für ein Cartoon doch ganz normal. Ich, ja, das ist da drin. Mach dich bereit zum Springen. Ja, rein damit. Okay, ein Side-Scroll-Level. Was heißt Side-Scroll? Also ein normales Level, was seitwärts ist. Scheiße, ist das ein geiles Spiel, ist, ja? Das kommt mir auch schon bekannt vor, dieses Szenario hier, ja? Okay, hier kann ich nicht weiter höher, aber da hinten konnte ich weiter höher. So. Ist das nicht Michi und die Bohnenranke oder so? Ach, Moment, so. Hoch. Wow! Geht das runter, oder was? Das ist nur ein Blatt. So. Ja, hier sieht doch man. Ist da, wow, ich kann hier rein. Was ist das denn? Neue Filmrolle erhalten. Mickey und the Beanstalk. Okay. Naja, klar, Mickey und the Beanstalk. Ja, klar. Mickey und die Bohnenranke, natürlich. Ich bin ja blöd. So. Wow, was ist das? Ein Bett. Achso, ich kann hier durch. So. Okay, hier drauf kann ich nicht. Wahrscheinlich hier, ja.
Ah, okay. Was muss ich warten? Na, ich warte lieber, bis das näher kommt. Okay, so. So. Wow. Ah. So, rauf damit. Okay, und hoch. Ich finde das toll, dass Mickey so einen schönen Doppelsprung kann. Okay, also bin ich hier mehr oder weniger im Schloss des Riesen. Was? Möchtest du zum Slalom reisen? Was? Oder Slalom reisen? Ja, komm. Rein damit! Und ich mache an dieser Stelle auch erstmal wieder Schluss und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konnt euch ein bisschen zeigen und ja, bis zu diesem Let's Play, Leute. Also ciao, bis zum nächsten Mal. Und frohe Weihnachten, Leute.